Ich bin aus Leidenschaft ein Business Coach. Aber ich habe wirklich keinen Bock darauf, dass man dafür langfristig seine Lebensqualität verheizt oder aufs Spiel setzt. Kein Business der Welt ist es wert, dass es dir dauerhaft scheiße geht. Ja, ab und zu wird's dir scheiße gehen. Ab und zu hast du mal Nächte, da schläfst du halt mal nur 4 bis 5 Stunden. Das gehört dazu. Aber dauerhaft, da muss man auch mal loslassen können. Und wenn du keine Zeit hast, Termine mit dir selbst zu machen, wenn du schon unruhig wirst, wenn du nur 2 Stunden im Wald spazieren sollst, dass du schon sagst, oh Gott, 2 Stunden, in der Zeit könnte ich auch was am Rechner machen oder was auch immer, dann stimmt meiner Meinung nach was nicht. Und dann darfst du dich fragen, ob es das wirklich wert ist, das Business so hoch zu skalieren, wenn auf der anderen Seite die Lebensqualität, die Freizeit, die Freiheit, wenn das alles auf der Strecke bleibt. Und meiner Meinung nach ist es absolut in Ordnung, auch mal weniger zu wollen. Es ist absolut okay, auch mal zufrieden zu sein. Ich weiß, was meine Kollegen oft sagen. Du darfst nicht zufrieden sein, du brauchst große Ziele. Vielleicht auch mal keine Ziele haben. Ja, das geht. Es geht darum, dass du dein Business weiter nach vorne pushst, aber auf eine Art und Weise, ohne dass die Lebensqualität auf der Strecke bleibt.